Was geht ab, ihr geilen Leute und auch Leute? Willkommen zu einer neuen fetten Folge Battlefield 1 im Multiplayer, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ach du meine Fresse, was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, es wird eine coole Folge. Und wie immer natürlich, wäre es sau nice, wenn ihr das Video bewerten würdet. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ja, gerade auch im Hinsicht so konkurrenzmies zu Battlefront. Wäre auf jeden Fall korrekt, Leute. Wäre auf jeden Fall korrekt. So, hier muss noch irgendwo einer abschimmeln. Hätte ich den jetzt verkackt, wäre das ein bisschen bitter gewesen. Was ist da rechts oben? Was wird da die ganze Zeit geladen? War das eine Granate? Oh no. Oh no. Oh no. Yes. Woohoo. Ihr kleinen Pisser, Jungs. Hammergeil. Hammergeil. So. Und ich weiß nicht, irgendwie jetzt die letzten ein, zwei Tage oder zwei, drei Tage für mich habe ich das Spiel auch ein bisschen öfters gezockt. Der gute Kenny Boy war auch mal zu Besuch. Da haben wir uns ein bisschen abgewechselt, Leute. Und dann lief es auch teilweise echt schon wieder ein bisschen besser. Ja, ich meine, der Junge, der muss sich das Game endlich holen. Da können wir wieder zusammen in den Krieg ziehen. Seite an Seite. Aber ich fand es ganz interessant. Letzte Folge war ich so froh, dass ich endlich mal wieder über 10.000 Points gekommen bin in-game, ja. Ohne Abrechnung am Ende. Was sehe ich natürlich als Kommentar? War klar, dass sowas kommt. Fand ich aber noch ganz, ja, ich will nicht sagen süß so, aber ganz nett eigentlich. Ja, der Moment, wenn dein Battlefield-Vorbild sich über 10.000 Punkte freut und man selber immer 20.000 macht, ich bin auch so, ja, Mann, ja, genau, ist doch, also von wem kann ich ein Battlefield Vorbild sein, vor allem in welcher Hinsicht überhaupt, das ist einfach ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich meine, okay, gut, Battlefront, alles klar, Junge, ja, da gab es mal Zeiten, da gab es Zeiten, die sind auch schon lange her, so, aber da war ich mal nicht so schlecht. War nicht so verkehrt, was der Boy da gemacht hat. Aber ey, ich bin ein Noob, Alter, ich bin ein Noob, ich gehe da offen mit um, so, weißt du? Ist nichts, wofür man sich schämen muss, ihr wisst es. Oh, scheiße. Das hat er verkackt. Es gab noch nie irgendein Multiplayer-Spiel hier auf diesem Kanal, wo man sagen konnte, Alter, boah, das gucke ich bei ihm wirklich nur an, weil dann heft, Alter, wie die abfackeln. Das gucke ich ihm, Alter, was ist denn los? Voll der Sprachfehler, oder was? Das gucke ich bei ihm an, weil ein heftiger Gamer ist, so, weißt du, das gab's noch nie im Multiplayer-Bereich, noch nie. Das war immer so eine Mischung aus coole Sprüche, cooler Typ, cooles Game, cooler Sprüche-Klopfer-Typ, geile Sau, geiler Humor, einfach ein geiler Typ und ja, zocken, er zockt halt so, weißt du, er zockt halt. Oh mein, ich bin am Gas verreckt. Deswegen, also, es ist ja, also, wie gesagt, deswegen verstehe ich auch gar nicht, also, es muss einfach, es müssen meine überragenden Sprüche sein, einfach. Weil wegen dem Gameplay kann es nicht sein. Also, wie gesagt, eine Zeitweise vielleicht mal bei Battlefront konnte man sich das ganz gut ansehen, auch noch. Da war ich auch sehr stolz drauf, auch wenn es natürlich ein Casual-Shooter ist im Vergleich zu einem Battlefield oder auch einem Call of Duty und die wiederum natürlich im Vergleich zu einem anderen, keine Ahnung, CSGO oder sowas. Das ist natürlich so ein Unterschied. Ist, finde ich persönlich, ist das zwischen Battlefront und Battlefield und Battlefield zu CSGO. Obwohl ich in letzter Zeit echt viele CSGO-Videos schaue und richtig Bock bekommen habe auf das Spiel, aber ich bin einfach zu schlecht. Das ist das Problem. Aber ich finde es schon sau interessant. Aber trotzdem bin ich stolz gewesen. Die Zeit da. In Battlefront. Ach ja.
Naja. Ist, man, was, man kann halt auch nicht alles haben. Weißt du, am Ende bleibt halt nur Wir das haben Einsatzziel überragende CSA. Aussehen. Übertrieben ausgeprägter Genitalbereich, geiler Humor und so weiter. Also, was soll man sagen? Weißt du, man kann auch nicht alles haben. Man soll jetzt auch nicht gierig werden oder so. Das ist ja auch immer. Das ist eine schlechte Eigenschaft. Das ist eine Todsünde. Gier ist eine Todsünde, Alter. Alles klar, da hat sich. Oh Mann, da hat sich jemand reingeschimmelt, du. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht. Ey, ich habe schon 1800 Punkte. Wir Aber gut, haben ich bin auch erst Einsatzziel reingedrillt. David erobert. Die meisten Folgen, die ich auch hier bringe, sind ja meistens auch, wenn ich irgendwie mittendrin reinjoine in die Lobby. Was ich auch persönlich eigentlich auf der einen Seite ganz cool finde, weil ich hatte es ja schon mal gesagt, diese 1000 Tickets, wenn das Spiel ausgeglichen ist, dauert halt auch ganz schön lange, so weißt du. Also. Panzer! Und die Aufmerksamkeitsspanne auf YouTube ist ja irgendwie sehr gering. Von der Mehrzahl. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe, Leute. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass YouTube irgendwie sehr krass abspackt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal bei diesen. Bei neben abonniert müsste so eine Glocke sein oder rechts oben müsste so eine Glocke sein. Dann könnt ihr die Benachrichtigung aktivieren für meinen Kanal oder auch für jeden anderen YouTuber, wo ihr gerne Videos schaut. Das sollte noch ein bisschen mehr die Sicherheit bringen, dass ihr die Videos auch angezeigt bekommt. Das wäre ganz nice. Aber ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne machen. Es wäre halt auch cool, einfach wenn man wüsste, dass die Videos einfach bei seinen Zuschauern ankommen. Ich muss allerdings sagen, irgendwie so die letzten paar Folgen Battlefront, die liefen echt richtig gut teilweise. Vielleicht hängt es wirklich auch wieder damit zusammen, dass es mittlerweile stimmt, dass irgendwie die Beteiligung der Zuschauer irgendwie das noch stärker pusht. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hängt, zusammenhängt, Leute. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich muss es irgendwie damit auch zu tun haben, weil Star Wars Battlefront irgendwie auch in letzter Zeit wieder die bestlaufendsten Videos sind, die auf dem Kanal. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ey. Naja. Wie immer ist es halt am Ende. Ich kann mich. Jetzt geht's wieder. Mein Gott, dieser Scheiß-Bug mit der Waffe. Am Ende bleibt es ja euch so oder so überlassen, was ihr guckt, was ihr unterstützt und so weiter. Aber ich glaube, im Moment ist echt die Unterstützung wichtiger denn je. Wir haben Keine Ahnung. Einsatzziel, Ich Albert. weiß es nicht. Aber dann auch irgendwie so. Also, es gibt ja. Ach, dieses Video, dieses Thema ist so lästig eigentlich, aber. Es gibt ja nicht ohne Grund jetzt plötzlich so viele Gewinnspiele von den ganz großen YouTubern und so weiter. Ich weiß nicht, es ist halt auch irgendwie, es ist eine komische Entwicklung schon wieder, Leute. Es ist eine sehr komische Entwicklung. Naja. Ja, Wahnsinn! Geile Scheiße, Mann! Ich möchte ja nicht sagen, dass das Spiel jetzt schuld war an meinem Tod, aber das Spiel war schon schuld, weil ich bin. Ich habe versucht zu klettern. Ich springe ja nicht wie so ein Häschen und gucke mal, ey, was geht denn da oben ab? Nee, ich wollte da hochklettern. Mann, Alter, dann klettert der wieder nicht. Und, ach komm, leg mich doch am Arsch. Übrigens, Leute, ich bin schon fast Level 3. Ihr wisst Bescheid. Das geht ja ab, Alter. Ey, mein Gott, Alter, dieses Gift. Geht mir so hart auf den Sack. Ich bin am Start, ich bin am Start. Panzer in Sicht. Nee, die war zu hoch, die war zu hoch. Komm, 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 komm! Hat er den wiederbelebt? Nein, 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 nein.
Gibst du mir Deckung da? Ja, ja, ja. Panzer! Ja, ich habe keine Granaten mehr. Ich habe keine Granaten mehr. Ich habe nur noch meinen C4, Alter, aber. Oder? Was machen wir jetzt? Guckt er in meine Richtung? Von wo? Von wo? Fuck. Scheiße, Mann. Er hat mich gesehen. Natürlich hat er mich gesehen. Scheiße. Mann. Ich wollte meinem Kollegen auch helfen, wa? Aber es ging leider nicht. Ich spiele aber 15-6. Bin ich zufrieden mit. Bin ich zufrieden mit. Ich meine, die großen Punkte machst du ja eh nur, wenn du wirklich jede Flagge einnimmst. So wie ich jetzt hier hinkomme und abzuschrauben. 100 Punkte abkassiert, Junge, was geht ab? Ich schieße ihn weg, ich schieße das Flugzeug weg, okay? Let's go, let's go. Moment, Moment. Das große da. Oh, Junge, beweg dich. So. Getroffen. Ich mach das noch. Moment, schön. Wäre schon ganz geil, ey. Gibt unser Squad-Anführer eigentlich irgendwelche Anweisungen? Der Furz, da ist einer. Den schieße ich weg. Hä? Wieso habe ich denn nach links geballert? Obwohl mein Fadenkreuz ja gar nicht. Habe ich hinter mir Schritte gehört? Du kleiner Lappenjunge, Jan Tore. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? Oh, scheiße. Weg hier. Warum gibt er keine Anweisungen, der Furz? Was ist denn da los, Alter? Das weiß er, selbst ich weiß das, dass du als Squad-Anführer einfach mal Anweisungen geben sollst. Nimm das ein, dann kriegen alle mehr Punkte. Was soll denn das für eine Scheiße? Wir rennen den ganzen Tag über das Schlachtfeld. Wir sind Kameraden Hand in Hand über das Schlachtfeld. La 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 la. Tja, ich weiß gar nicht, wo ich hinlatschen soll. Ich bin nur ein dummer kleiner Soldat. Ich bin wie Forrest Gump. Wenn du mir Anweisungen gibst, tue ich das. Aber ohne Anweisung bin ich dumm. Ich brauche da Anweisung. Lebt der? Ja, der lebt nicht. Der lebt. Lebte. Ja, der lebte. Meint ihr, da drin jetzt chillt er? Granate raus! Da drin ist er. What the fuck, Junge? What the fuck, Alter? Roughneck, Junge. Noch, Mann. Komm, 6 Meter, 8 Meter, 7 Meter. Blackfire, Blackfire, Blackfire. Mach keine Scheiße jetzt. Hallo, komm doch her, Junge. Wo chillt der? Seine Eichel, Alter. Kommst du? Meinte der, komm doch, Leute. Meinte der, komm noch? Der kommt nicht mehr. Doch, der kommt da. Tatsächlich. Das Warten hat sich gelohnt. Ein Sanitäter von der Gegenseite. Fetten Sichtungsbonus bekommen. Was geht ab? Granate raus! Aufpassen! Granate raus! War das ein Double Kill? Ist der entkommen?
Kriegsanleihen, was ist das denn? Kann ich mir damit Kisten kaufen? Oh shit, das Aiming war nicht schlecht mit der Knarre. Für meine Verhältnisse. Das war gar nicht so schlecht. Hätte ich jetzt einen Sniper, würde ich natürlich jeden vernichten, ist klar. Joho! Nennt mich MP Johnny. Wir gewinnen. Und MP steht natürlich für Massive P. Nein, Spaß. Hör doch auf, Mann. Hör doch einfach auf mit diesen Jokes, Mann. Du weißt doch, was man sagt. Du weißt doch, was man sagt. Die ganzen über Männer, die darüber reden, dass sie einen riesen Schwanz haben, die haben einen weit einen kleinen, so weißt du. Ich meine, gut, Ausnahme bestätigen die Regel, aber. Ja gut, doch, stimmt, es ist eine Ausnahme. Ich kann drüber reden und hab trotzdem. Nein, komm, halt doch dein Maul einfach. Da ist ein Panzer übrigens. Was ist denn? Ist denn hier wieder los, Mann? Oh, warte mal, ist das mein? Ist das freundliches Gas? Ist das wie so ein. Das freundliche Gas aus deinem Team ist wie so ein Furz von einem Kumpel, der stinkt und du kriegst einen richtigen Hals, aber es bringt dich nicht um, so, weißt du? Aber trotzdem willst du ihn eins auf die Fresse hauen. Weil er in deine Bude rumgefurzt hat. Wir haben das. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Seid ihr auch solche. Seid ihr solche Leute? Fragt euch das mal selber jetzt. Das könnt ihr auch mal ehrlich in die Kommentare beantworten, ja? Wir haben ja eh gewonnen jetzt. Seid ihr diejenigen, die zu Freunden gehen, zu Besuch und dann sagen, ah, scheiße, Mann, ey, Bro, ich muss scheißen, Alter. Und dann denkt ihr euch, alles klar, komm, ich scheiß jetzt schnell hier. Haut den richtigen Schiss in die Schüssel. Vergesst zu spülen oder macht es sogar extra und geht einfach. Kennt ihr das? Macht ihr sowas? Seid ihr solche Leute? Seid ihr solche Leute? Ist die Frage jetzt an euch gerichtet, ja? Hm? Hinterfragt euch mal selbst. Hinterfragt euch mal selbst. So, krieg ich eine Kiste jetzt? Alles klar, ich krieg keine Kiste. Scheißspiel. Verteidigte Flaggen. Bester Sturmsoldat. Das ist doch ganz nice. Ich bin Level 16. Was ist hier los? Das ist ja absoluter Übergangs-Shit. Geiler Scheiß, Mann. Wo bin ich denn hier? Wie weit bin ich denn unten? 19,7 am Ende. Geht in Ordnung. Alter, ich bin absolut zufrieden damit. So, beenden wir die ganze Sache hier. Ich danke fürs Zusehen. Leute, und wenn ihr Bock habt auf mehr Battlefield, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Tut nicht weh. Bin auf jeden Fall sehr korrekt. Und ja, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wenn ich das in der letzten Folge angesprochen habe, dann tut's mir leid. Aber ich weiß nicht, habt ihr Probleme manchmal, dass irgendwie Videos nicht angezeigt werden oder so? Oder dass teilweise sogar Abos gelöscht werden? Ich meine, nicht jeder ist davon betroffen. Und die meisten von euch wahrscheinlich, wenn ihr das Video sowieso seht, auch nicht. Aber es gibt es wirklich. Ich lese es immer wieder. Ich weiß nicht, würde mich mal echt interessieren. Ich weiß halt nicht, ob ich das bei Battlefield schon angesprochen habe. Bei anderen Videos habe ich das auf jeden Fall schon angesprochen. Ist auch scheißegal, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Die Folge war ja ganz cool eigentlich. Haut rein. Tschüss. Genug gelabert. Ja, Mann. Endlich halt er die Fresse. Sauber.